Hallo zu einer neuen Ausgabe von 5. Diesmal möchte ich euch 5 Videos von meinem Kanal vorstellen, die ihr unbedingt geguckt haben solltet. Also, ich habe unzählige Videos, meist über 100 mittlerweile auf meinem Kanal, die super vielseitig sind. Und ich wurde oftmals gefragt, gibt es denn irgendwelche besondere Videos, die du auf deinem Kanal hast, die du ja empfehlen würdest, dass ich die mir mal anschaue. Und dann habe ich mir ja meine Gedanken gemacht und überlegt, und ich habe sie jetzt nicht nach der Masse an Anzahl genommen, denn es gibt einige Videos, die ich auch jetzt hier unter den 5 habe, die wirklich eine enorme Klickzahl haben, weil sie auch sehr beliebt sind. Aber es sind wirklich Ausnahmen. Deswegen habe ich kein Ranking gemacht nach den meisten Klicks. Kann ich auch noch mal machen, ein 5-Video, sozusagen 5 Videos, die am meisten bei mir geschaut wurden. Aber das soll es nicht sein. Diesmal möchte ich euch wirklich 5 Videos vorstellen, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet, die ich hier auf meinem Kanal habe, die auch sehenswert sind. So. Also, fangen wir an mit Video Nummer 5. Auf Platz 5, kann man so sagen, ist das erste Transformers-Video, was ich hier wirklich auf dem Kanal veröffentlicht habe. Ich habe davor auch schon Videos gemacht. Transformers More Than Meets the Eyes. Ich erzähle da die Transformers-Geschichte so ein bisschen. Ich habe da auch mehr aus dem Off-Text gesprochen. Ich bin da gar nicht wirklich zu sehen. Ich habe in den Schnitt sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich wollte die Geschichte von Transformers und von Diaclone und von der Werdegang so ein bisschen erzählen und habe es anhand eines Werbecomics, den wir hier in Deutschland hatten, ein bisschen erzählt und dann auch meine Gedanken dazu und ja, dass eben halt Transformers was Besonderes ist. Ich wollte eigentlich am Anfang, kann man ganz wirklich sagen, ein bisschen mehr Wissensvideos zu Transformers machen. Das kam alles ganz, ganz anders, aber dieses Video ist wirklich sehenswert. Es fasst diese ganze Sache schön zusammen, es erklärt vieles. Ich habe den Hauptkatalog so ein bisschen auch auseinandergenommen und zeige eben halt, dass es wirklich viel mehr gibt, als man auf dem ersten Anschein hat, wenn man die klassischen G1 Transformer aus den 80er Jahren sammelt. Platz 4 erhält ein kleines Art Interview-Video, wirklich, oder möchte ich hier empfehlen, denn ich habe durch meine Pressearbeit auch sehr viele Stars getroffen und Interviews gemacht. Einige habe ich auf Video aufnehmen können oder ich war anwesend zu manchen Events und da durfte ich dann eben halt die Videokamera laufen lassen und diese Videos auch veröffentlichen. Und das, was ich mal als Besonderes sagen möchte, es ist jetzt auch schon ein Video, was auch schon seit Jahren bei mir auf dem Kanal hängt, das ist das Brennpunkt Kino Spezialvideos mit Christopher Lee. Brennpunkt Kino war meine alte Kinozeitung, bevor es Short Review gab, das nur so am Rande, aber Christopher Lee war hier in Hamburg. Der legendäre Schauspieler von Dracula, Saruman, wen haben wir noch, als den er hatte, Count Dooku, also er hat unzählige Figuren gespielt, hier in James Bond, ne, Scaramanga, also unvergessen, und er ist auch eine imposante Persönlichkeit und es war so, dass es die Gelegenheit gab, ihn zu treffen. Es wurde von der Kino News ein Jubiläum wurde gemacht, veranstaltet hier in Hamburg, in dem Hamburger Streitskino war das. Das gibt es leider nicht mehr. Und da war er live vor Ort, wie gesagt. Und diese Aufnahmen habe ich hier eben halt eingespielt oder zusammengeschnitten zu dem Video, was da war. Es ist sehr, sehr interessant, was er sagt, weil er redet Deutsch. Er konnte sehr gut Deutsch sprechen. Und es war sehr informativ, weil er hat eben halt so ein bisschen aus seiner Vergangenheit erzählt und hat auch gesungen. Er hat nochmal das Lied gesungen, was er in dem Steven Spielberg-Film 1941 singt. Und das war echt brachial, das zu erleben. Also Gänsehaut war das. Und er ist ein so ikonischer Schauspieler, dass ich finde, dass es wert ist, dieses Video sich auch mal anzuschauen. Und ihn auch damit zu ehren. Das ist so ein Moment, das ist ein Zeitzeugnis von ihm. Und wie gesagt, er war ja schon sehr alt den Tagen und auch sehr gesprächig. Also man merkt, er ging am Stock und was nicht negativ ist, aber es ist halt eben halt irgendwann mit der Zeit so. Und ihm diese Ehre zu erweisen und das überhaupt ihn live zu erleben, war für mich auch mit meinem Kumpel Stefan, wir haben zusammen da diesen Tag erlebt und das war beeindruckend. Also wie gesagt, ich habe da in diesen Videos, seht ihr Fotos, ihr seht, was er sagt und so weiter.
dazu und eben halt, wie gesagt, sein Interview und oder sein Gespräch, das da auf der Bühne stattgefunden hat. Ein paar Aufnahmen sind auch noch von Glasperlenspiel. Ich glaube, die Gruppe war auch da, hat damals ihren großen Hit, den ersten großen Hit gespielt. Das darf ich natürlich nicht in dem Video zeigen. Ich habe, glaube ich, nur tonlose Bilder, weil lizenztechnisch. Aber es war auf jeden Fall ein sehr interessanter und toller Abend. Und ich muss sagen, das kann ich euch auch nur ans Herz legen, das Video. Schaut mal rein. Denn ich finde es immer sehr interessant, was diese Macher hinter den Kulissen auch zu sagen haben. Schauspieler, Produzenten, Regisseure. Gut, ich habe es beruflich gemacht, dass ich auch darüber geschrieben habe und mich da auch mit auseinandergesetzt. Deswegen finde ich es wahrscheinlich interessanter, vielleicht als mancher von euch. Aber ich kann euch dieses Video wirklich mal ans Herz legen. Es ist eines. Es gibt noch weitere Interviewvideos, die ich euch auch empfehlen kann. Aber das Video ist was Besonderes, denn Christopher Lee ist ein besonderer Schauspieler gewesen, den, ja, es einfach Danke zollt man auch zu sagen, dass er überhaupt, ja, so viele schöne Filme gemacht hat. Ja, das war's. Das kann ich gleich so sagen. Also wie gesagt, Christopher Lee, danke nochmal. Auf Platz 3 ist sogar ein Podcast zu hören. Oder zu sehen, relativ. Ich zeige zwar ein bisschen was an Bildern und rede dazu. Es war einer der ersten, wo ich auch ein bisschen experimentiert habe. Ich rede auch alleine, wie hier jetzt auch. Und zwar geht es in diesem Video dann um Geheimagent Leonard. Das ist sind diese Bücher, Jugendbücher, die sind in den noch 80er Jahren erschienen. Ich mochte die Serie ganz gerne. Ist halt von dem französischen Autor Lieutenant X. Geht um einen jungen Geheimagenten, den Leonard. Hat auch nur den Namen Leonard. Also es gibt keinen Vor- und keinen Nachnamen, er heißt einfach nur Leonard. Und der, ja, man verfolgt ihn sozusagen von der Ausbildung an mit so ein bisschen abenteuerlichen Geschichten, wie er eben halt so Spionagefälle löst. Es sind halt typische 70er-Jahre-Geschichten oder 60er-Jahre vielleicht sogar. Bei uns ist es in den 80ern erschienen. Und ich erzähle in dem Video einfach eine ganze Menge über diese Geschichte, die Hintergründe, so meine Eindrücke davon und auch über die Hörspiele, die drei, die es gab. Und ja, es ist einfach sehr, sehr interessant gewesen und ich war sehr erstaunt, dass das echt so viel Anklang gefunden hat. Da bin ich echt mehr als erstaunt als alle anderen, denn wahrscheinlich gibt es nicht viele, die über Geheimagent Leonard je was gesagt haben. Und das hat mich wirklich am meisten beeindruckt, dass dieser Podcast echt so viel Begeisterung ausgelöst hat. Ich hätte ein bisschen mehr gern Kommentare dazu gehabt, ein bisschen zu unterhalten und vielleicht zu sagen, okay, ich mache nochmal ein zweites Video dazu, weil es gibt bestimmt noch einige Sachen, die ich noch erzählen kann. Ich habe inzwischen noch ein paar andere Bücher gefunden, Variationen und so ein bisschen Unterschiede. Da kann man noch mal ein bisschen was drüber reden. Aber wie gesagt, dieses Video, dieses Podcast-Video kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ich spreche über diese alte 80er-Jahre-Serie. Vielleicht hat sie auch einer von euch in der Kindheit, wie ich eben halt meine Kindheit in den 80er Jahren erlebt habe, auch gehört. Und ja, der hat auch hoffentlich viel Spaß mit diesem Podcast. Platz 2 bekommt ein Hörspiel. Ihr hört richtig, ein Hörspiel. Wieso ein Hörspiel? Ich habe auch so viele Jahre ist es auch nicht her, aber schon bald 10 Jahre, habe ich Hörspiele angefangen zu machen. Ich habe mit einer Gruppe, die sich im Internet kennengelernt über Foren und dann habe ich einige Hörspiele produziert. Es gibt die, die frei sind. Ich habe auch einige gemacht zu Geschichten, die eine Lizenz haben, deswegen kann ich nicht alles hier leider auf meinem Kanal hochladen, die es gibt und auch mit war beteiligt an einigen Hörspielen von Freunden von mir. Aber dieses Hörspiel, was ihr jetzt hier habt, ist Reading the Dead. Reading the Dead basiert auf einem Wimmelbild-Computerspiel von Deck 13, einer deutschen Schmiede. In dem Fall hatten wir auch das okay. Also wir haben wirklich gefragt und dann haben wir das ich habe es umgesetzt mit als Hörspiel. Ich habe eine Rolle gesprochen, aber ich habe auch das Skript geschrieben dazu. Eigentlich wollte ich immer nur die Skripte von den Hörspielen schreiben. Irgendwann habe ich sie auch geschnitten und mitgesprochen. Man macht das ja alles. Das ist ja alles so, sind ja Fanprojekte und so weiter. Und Reading the Dead ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Hörspiel. Und ich denke mir mal, weil bei den anderen Punkten kann ich ja das Video direkt einblenden, spiele ich jetzt mal ganz kurz den Trailer ein.
Der Tod begleitet mich auf Schritt und Tritt. Als Detective der Mordkommission und durch mein Schicksal. Berühre ich eine Leiche, erlebe ich, fühle ich seine letzten Momente, seinen Tod. Diese Gabe ist Segen und Fluch zugleich, denn ich bin der toten, verbliebenen Stimme, verdammt dazu, ihnen zu lauschen. Fürchterliche Schmerzen, entsetzliche Furcht, markerschütternde Schreie und große Panik. All dies fühle, erlebe ich, sobald ich einen ermordeten Menschen berühre. Es ist meine Gabe und mein Fluch, ihre letzten Stimmen zu vernehmen. Ich spüre die Schmerzen, fühle die Todesangst, höre die Schreie. Ich fürchte mich vor mir selbst, habe Angst vor meiner verfluchten Gabe. Ich will keinen Toten mehr berühren, nie mehr den gewaltsamen Tod eines Menschen so miterleben. Lasst mich in Ruhe! Seid still! Der Trailer selbst sollte spannend sein. Das ist halt auch ein bisschen anders, aber hört euch das mal an. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und es hat auch echt eine wahnsinnige Clickbase. Also es ist echt Wahnsinn und ich habe es auch einigen Profis zeigen können, die haben uns mich sehr gelobt sogar auch über das Ganze. Und das Witzige ist eigentlich, das ist so typisch, wenn man kreative Projekte hat, dass man den Leuten das sagt und ich, oh, das ist ja geil, wo gibt es das zu kaufen? Und dann sagst du, nee, das habe ich mitproduziert. Ja, also das, man merkt schon, dass es semi-professionell ist. Und dann denke ich nur so, okay, hätte ich das nicht gesagt, na, dann hätte ich es nicht gesagt. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit oftmals, wenn man die kreativen Autoren kennt und dann nicht gerade eine CD veröffentlicht wurde, dass die Leute dann doch ein bisschen runterschrauben, die Sache. Aber dieses Projekt ist echt mir ans Herz gegangen, auch das Ganze. Es ist ein sehr, sehr schönes Projekt gewesen mit all den Sprechern, die dabei waren. Die Frauke, die die Hauptrolle gesprochen hat, der Yoshi, der auch eine der Hauptrollen gesprochen hat und auch echt viel beraten dann auch zur Seite stand, der liebe Hartmut, der ja, das Ganze damals ins Rollen gebracht hat und einen ersten Entwurf hatte zu dem Spiel, er hatte mir dann das Spiel zukommen lassen und ich habe dann eben halt gemerkt, okay, wir müssen die Sache ein bisschen anders angehen als er. Er ist da ein bisschen direkter eben halt rangegangen und es war auch schwer, überhaupt die Spielelemente umzusetzen, weil das ist oft das Problem, wenn du ein Spiel umsetzen möchtest als Hörspiel oder selbst als Roman. Wie kann man Rätsel, wie kann man Wimmelbild, war es ja, suche das entsprechende Objekt. Wie kann man das zu einem Hörspiel verbinden oder einem Film oder einem Buch? Aber wie ich es gelöst habe, das könnt ihr in Reading the Dead in dem Hörspiel hören. Ein Wermutstropfen gab es da trotzdem. Das Problem ist, das endet offen. Der Täter, das ist eine Kriminalgeschichte, wird leider nicht, ich spoilere euch das direkt, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend, weil es gibt auch hier und da Kniffe und Wendungen und so weiter, das ist sehr spannend, aber es gibt leider ein offenes Ende. Was daran lag, das Computerspiel ist auch offen. Ich hatte damals angefragt, eine Fortsetzung zu schreiben, direkt, oder habe gefragt, können wir als Hörspiel eine Fortsetzungsversion schreiben. Da wollte Deck 13 das aber nicht. Die hatten uns das wirklich offiziell gesagt, bitte macht das nicht. Wir möchten ganz gerne nochmal eine Fortsetzung als Spiel rausbringen, was leider nie erschienen ist. Mein Bruder hat mal für Deck 13 gearbeitet und kennt einen der Chefs. Ich muss mal Kontakt aufnehmen, das muss ich mir echt mal vornehmen. Und vielleicht kriege ich ein Interview zustande, wo ich mal über das Spiel sprechen kann und vielleicht erfahre ich ja dann, wie es ausgehen sollte. Das muss ich mal hier als Versprechen bringen, dass ich daran arbeiten werde. Ich kann natürlich nicht sagen, ob ich da ein Ergebnis erziele. Ich werde es einfach versuchen. Auf jeden Fall werde ich versuchen, mal rauszufinden, wie sollte es offiziell eigentlich enden. Also das Hörspiel ist, wie gesagt, sehr gelungen. Wir haben da, es geht, glaube ich, knapp fast 2 Stunden, also 90 Minuten auf jeden Fall. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gelernt, wie ich Hörspiele umsetze, wie ich die Dialoge schreibe und wie man arbeitet. Weil, wie gesagt, wir sind einfach ein kreatives Team gewesen. Jeder hat seinen Teil gemacht. In dem Fall hat der Hartmut das geschnitten. Ich habe andere Hörspiele, die ihr hier auf dem Kanal findet, habe ich zum Beispiel auch geschnitten. Aber in dem Fall hat Hartmut das komplette Hörspiel eben halt zusammengeschnitten,
was auch sehr gut gemacht hat. Das ist richtig toll. Er hat auch sich sehr viel Mühe gegeben mit der Musik. Er hat da sogar auch noch eine Indie-Band da organisiert, die sogar einen Song beigesteuert haben. Und wir durften auch die Originalmusik verwenden, auch wenn sie mir einen Strike eingebracht hat im Nachhinein wegen Urheberrechtsverletzung, obwohl ich das okay hatte, nachtreien, weil irgendwie der Künstler, weil vielleicht die Rechte irgendwie wieder gewechselt sind. Ich weiß es gar nicht, aber es ist trotzdem kostenfrei zu hören. Ich möchte es euch auch kostenfrei zur Verfügung stellen, weil es ist einfach so ein schönes Projekt, dass ihr das unbedingt mal hören solltet. So, jetzt habe ich genug gelabert zu Platz 2, also Reading the Dead, das geniale Hörspiel. Achso, was kann ich noch sagen? Zum Cover, schaut euch das Cover an, da habe ich mir echt sehr viel Mühe gegeben. Das Foto stammt von mir und meine kleine große Schwester hat Pate gestanden für die Hauptfigur sozusagen und ja, auch einen netten Dank an die Leiche, die dort oftmals im Dreck liegen musste, damit das Foto recht gut wird. Also wie gesagt, das war ein tolles Erlebnis, das ganze Projekt überhaupt durchzuziehen und ja, ach so, was ich noch sagen kann dazu, die Fortsetzung, die ich gedacht hatte, zu machen. Also habe ich habe ein Skript geschrieben auch, das mit der Hauptfigur und so weiter. Ich glaube, ich war zu 80% fertig. Wollte den auch vorschlagen wollen, aber dann kam dann diese Information, bitte macht nicht weiter. Dann habe ich es in eine eigene Version, zu einer eigenen Geschichte umgeschrieben. Und das wollte ich auch, oder will ich noch als Hörspiel umsetzen. Ich habe auch mit Hilfe von vielen Sprechern, darunter auch viele, die am Reading the Dead beteiligt waren, die eingesprochen haben, viele Sachen aufgenommen. Ich hatte eine sehr weite Abmischung fertig. Dann gab es leider einen großen Festplattencrash, der mir ja, das Ganze zerstört hat. Und deswegen fange ich jetzt nochmal von vorne an, also dauert das natürlich etwas, weil auch meine gesamten Datenbanken, also ich hatte den ganzen Vorschnitt gemacht, Sounds, Musik, all das besitze ich leider nicht mehr. Also Musik habe ich wieder zusammengesammelt langsam, jetzt bin ich bei den Soundeffekten dabei, sie zu sammeln und so weiter und auch die Audios oder die Dialoge muss ich neu schneiden und das ist alles eigentlich. Und das hat natürlich viel gedauert und ich musste natürlich auch meine Zeit dazu finden. Also, aber ich verspreche euch, es kommt noch, das Hörspiel wird irgendwann noch kommen. Ich habe es mir für 2023 vorgenommen. Aber gut, das war jetzt so viel Gelaber für Platz 2. Platz 1 gebührt eigentlich etwas, wo ich besonders stolz drauf bin. Und zwar gebührt es meinem Kurzfilm Damit zu leben. Damit zu leben ist ein knapp 8-9-minütiger Kurzfilm, den findet ihr hier auch in der Beschreibung. Ich habe übrigens alle Videos sind auch in der Infobeschreibung unten verlinkt. Reading the Dead, nein, Damit zu leben. Reading the Dead war ja Platz 2. Damit zu leben ist ein Kurzfilm, den ich gedreht habe. Den habe ich 2005 entwickelt, als Drehbuch ausgearbeitet, nach einer einfachen Idee oder nach einer interessanten Idee. Es ist ein Drama. Und es wurde 2006 wurde dann umgesetzt als Film. Ich habe eine professionelle Crew gesucht dazu. Ich habe mir einen wirklich sehr guten Bühnenschauspieler, den Gunnar Haberland, gesucht. Beziehungsweise er wurde mir vermittelt von einem lieben Kumpel, dem lieben Stefan, der auch Fotos gemacht hat für das Titelfoto zum Beispiel auch von dem Cover. Oder das Coverfoto, was es war, weil eine kleine Auflage an DVDs ist erschienen damals. Ich habe eine kleine DVD-Auflage rausgebracht, damit jeder Beteiligte einen Film davon haben konnte. Und ihr könnt ihn jetzt sehen. Also Damit zu leben ist ein schönes Drama geworden. Ich habe ihn übrigens inzwischen in 3 verschiedenen Fassungen hier auf dem Kanal liegen. Einmal in der klassischen deutschen Verfassung. Es gibt eine englische Fassung. In der englischen Fassung hat der liebe Martin Sabel eine grandiose Leistung hingelegt, die Emotionen der Hauptfigur auch wunderbar in den Film zu übertragen. Das ist also genial, weil es ist ein Film, der eben halt durch Bilder erzählt, aber durch Bilder seine Story erzählt, aber auch durch einen Off-Text. Es gibt keinen direkten Dialog im Film, sondern nur Off-Text, die Gedanken des Protagonisten. Und genau das macht es auch aus und das ist auch sehr viel Tiefe und so weiter. Also wie gesagt, schaut euch den Film an. Aktuell sogar, was heißt aktuell? Es gibt
eine Film-Noir-Version sogar, denn ich habe einfach mal ausprobiert, wie sieht der denn in Schwarz-Weiß aus? Und ich muss sagen, da hat er auch einen interessanten Eindruck gemacht, dass man ihn in Schwarz-Weiß überhaupt sich angucken kann. Hat eine ganz andere Wirkung nochmal. Also ist auch nochmal interessant, den in dieser Form zu sehen. Damit zu leben, wie gesagt, ich kann sagen, da sind so viele Freunde von mir beteiligt gewesen, die wirklich mich damals unterstützt haben, diese ganze Sache umzusetzen. Der liebe Gunnar, der war leider nicht beim Dreh dabei, aber der hatte damals mich in einer, ich hatte eine kleine Negativphase, da haben wir uns viel Zeit verbracht, da haben wir Spiele gespielt, wir haben da Silent Hill 2, glaube ich, viel mit ihm gespielt und ich habe ihn dann auch besucht und wir haben viel unter uns unterhalten und da ist die erste Idee eben halt zu dem Drehbuch entstanden. Ich habe das so ein bisschen runtergeschrieben. Dann hatte ich das einer sehr guten Freundin, der lieben Wednesday, eben halt gezeigt und sie war auch völlig begeistert, hat mich dann auch sehr unterstützt dabei und wie gesagt, man zeigt das dann seinen Freunden, auch dem Stefan, dem Fotografen, der mir dann wirklich mit Informationen zur Seite gestanden hat und wie ich was machen kann. Und so hat man es eins zu anderen gekriegt. Ich habe einen Kameramann kennengelernt, der auch professionell einige Sachen gemacht hat. Den ich sogar gesehen habe bei einem seiner Werke, was unter anderem eine kleine Doku zu den drei Fragezeichen war, beziehungsweise eine Doku, die extra für die erste große Live-Tour der Superpapagei produziert wurde. Das Video ist sogar auf der DVD drauf und das hat mich echt begeistert. Der liebe Manuel hat exzellente Arbeit geleistet. Wir haben das erstmals in HD gedreht. Wir hatten eine HD-Kamera und keiner wusste, wie HD richtig funktioniert, weil es war gerade völlig neu. Ja, es war ein Riesenabenteuer, das ganze Film überhaupt hochzuziehen, mit ein paar Special Effects sogar. Und wie gesagt, ich bin völlig begeistert eben halt, wer alles dabei war. Meine beiden Schwestern haben mich unterstützt, da danke ich auch nochmal. Ein anderer Stefan hat auch noch unterstützt. Milan hat für das Licht gesorgt, auch ein professioneller Lichttechniker, der auch genau wusste, wie man das richtig ausleuchtet und wir haben also echt an zwei Tagen das Ganze gedreht, aber die ganze Produktion, ich habe so viel gelernt über einen Film produzieren, hat ein halbes Jahr oder so noch ins Land gezogen, bis man die Synchronisation hatte, der Schnitt perfekt war. Es ist natürlich auch so, wenn man es in der Freizeit macht, zieht sich einiges hin. Aber ich habe viel gelernt, ich habe viel Respekt vor Filmemachern. Ich habe die Regie, wie gesagt, geführt und es war ein echtes Abenteuer. Und dieses Abenteuer könnt ihr auf Platz 1 meines besten Videos sehen und hier auf meinem YouTube-Kanal. Also bitte unbedingt einschalten. Der Film ist es wirklich wert. Es ist ein großartiger Film mit einer Botschaft und ich freue mich, auch von euch zu hören, wie er euch gefallen hat. Das waren jetzt 5 Videos von meinem Kanal, die ihr unbedingt anschauen solltet. Sagt mir, welche der Videos euch wirklich gefallen haben. Schreibt mir eure Gedanken dazu. Und ja, lasst es mich einfach wissen. Liken, teilen, kommentieren ist eben halt das Einfachste. Aber ich möchte von euch wirklich gern wissen, wie gefallen euch diese Videos, die ich euch jetzt gezeigt habe. Oder möchtet ihr vielleicht nochmal vereinzelt zu den einzelnen Videos mehr wissen? Dann kann ich vielleicht noch mehr dazu machen einfach. Ansonsten danke, dass ihr bei 5 dabei gewesen seid.